So, hallo zum nächsten Teilvideo zum Thema lineare Gleichungssysteme. Wir hatten das letzte Video beschlossen damit, dass ich euch dieses lineare Gleichungssystem gezeigt hatte und ihr solltet da ein Problem herausfinden bei dem Ganzen. Erster Schritt war mal, dass ihr jetzt wieder umformen müsst in diese Normalform bei der ersten Gleichung. Das heißt, an der Stelle brauchen wir, und das machen wir jetzt mal etwas zügiger, das y bleibt stehen auf der einen Seite. Was wir hier machen müssen, ist plus 0,5x nach rechts zu ziehen und außerdem noch minus 3 auf die rechte Seite zu ziehen. Das heißt, für die erste Gleichung bleibt dann y ist gleich 0,5x minus 1 und die zweite Gleichung bleibt gerade so stehen, wie sie war, da haben wir nichts verändert, aber ihr wisst, wir müssen das gesamte Gleichungssystem auch wieder hinschreiben. So, was ist jetzt die Besonderheit an dem Ganzen oder das Problem, das dabei rauskommt? Wenn wir uns diese zwei Gleichungssysteme dann jetzt, diese zwei Gleichungen anschauen und die versuchen einzuzeichnen, dann werdet ihr sehen, dann passiert Folgendes. Ja, so sieht es dann aus. So, und was fällt auf? An der Stelle hier. Da gibt es die Probleme, denn wie soll jetzt dieser Schnittpunkt genau abgelesen werden? Und das ist einfach das größte Problem an dieser zeichnerischen Variante. Die zeichnerische Variante, die funktioniert eben irgendwann dann nicht mehr. Ja, die wird zu ungenau und deshalb brauchen wir rechnerische Verfahren, um lineare Gleichungssysteme lösen zu können. Rechnerische Verfahren zur Lösung linearer Gleichungssysteme, das sind so die bekanntesten, sind drei Stück. Und zwar sind es das Gleichsetzungsverfahren, das Einsetzungsverfahren und das Additionsverfahren. In diesem Video soll es jetzt aber nur um das Gleichsetzungsverfahren gehen. Ich möchte euch dazu in einem konkreten Beispiel zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich möchte da auch schon ein paar grundsätzliche Sachen nochmal erklären zu diesem Lösen von linearen Gleichungssystemen. Die beiden anderen Verfahren, Einsetzungsverfahren und Additionsverfahren, werden dann in separaten, kleineren Videos erklärt, wo dann aber so dieses Drumherum nicht nochmal ausführlicher dargestellt wird. So, jetzt also zum Gleichsetzungsverfahren. Das Gleichsetzungsverfahren, jetzt an diesem Beispiel mal durchgeführt, eignet sich vor allem dann, wenn bei beiden Gleichungen schon mal jeweils auf einer Seite der Gleichung dasselbe, also in diesem Fall ist es das y, dasteht, denn dann ist ja in der Gleichung 1 steht einmal da, y ist gleich irgendwas. In der zweiten Gleichung genauso, y ist gleich irgendwas. Und wenn bei beiden Gleichungen y schon identisch ist, dann müssen entsprechend auch die zwei beiden rechten Seiten hier in diesem Fall auch gleich sein. Das heißt, man geht dann davon aus, und das funktioniert dann auch so, dass die beiden Gleichungen an der Stelle y ist gleich und y ist gleich jeweils identisch sind. Also ich kann sie gleichsetzen. Deswegen ja auch Gleichsetzungsverfahren. Welches Verfahren jeweils immer eingesetzt wird, das zeigt man immer am Anfang an. Und zwar, wenn ich jetzt hinschreibe, ich verwende das Gleichsetzungsverfahren, dann passiert es durch die Kurzschreibweise 1 ist gleich 2. Und dann notiere ich, weil eben die beiden ist gleich ja sowieso identisch sind, dann setze ich die beiden rechten Seiten gleich. Also 4x plus 7 ist gleich minus 2x minus 3. Denn wenn hier ist gleich und ist gleich, y und y meine ich natürlich, gleich sind, dann muss auch auf der rechten Seite eben beides identisch sein, sonst würde ja dieses lineare Gleichungssystem nicht mehr stimmen. Also habe ich hier den Ansatz, die eine rechte Seite der Gleichung 1 ist genauso groß wie die rechte Seite der Gleichung 2. Und jetzt fange ich damit an umzuformen. Jetzt geht es darum, nach x noch aufzulösen, denn jetzt habe ich damit eine Gleichung bekommen, in der nur noch eine einzige Unbekannte steht. Ja, so, und das Ganze jetzt langsam, ja, und schrittweise, sehr ausführlich, wie gesagt in diesem Video, in den anderen beiden dann vielleicht etwas zügiger. Also erster Schritt, den ich hier mache, plus 2x, da das ja auf die andere Seite mit rüber muss. Ich muss ja jetzt umsortieren. So, das alles, was zusammengehört,
mit x und alles ohne x immer jeweils auf einer Seite steht. Deswegen jetzt auch minus 7 und dann bleibt stehen 6x ist gleich minus 10. So, letzter Schritt. Ich teile durch 6, deswegen x ist gleich minus 10 Sechstel. Oder wenn ich das noch schöner schreiben möchte, dann sind es minus ein Ganzes und 2 Drittel. So, wenn ich jetzt an der Stelle mal angekommen bin, dann weiß ich ja jetzt schon, wie mein x aussehen muss. Was mir aber noch fehlt, ist mein y. Um das aber rauszukriegen, gehe ich jetzt einfach her und setze dieses x in eine der beiden Gleichungen ein. Da ich bei beiden ja jetzt hier die Situation habe, dass y ist gleich dasteht und nochmal y ist gleich, ist es auch im Prinzip völlig egal, wo ich es einsetze. Ich verwende jetzt die erste Gleichung und setze es da ein. So, wie ihr jetzt seht, habe ich dieses x verwendet, um es hier oben in das x einfach einzusetzen. Das heißt, für die Gleichung 1 habe ich jetzt erhalten, y ist gleich 4 mal und dann statt x eben meinen konkreten Zahlenwert für x und dann das plus 7. So, und was jetzt noch fehlt, ist das Ganze noch komplett aufzulösen. Damit erhalte ich, wenn ich das jetzt einfach in Taschenrechner hintereinander eintippe, erhalte ich für y ein Drittel. Damit kriege ich auch meine Lösungsmenge. So, und was ich euch an der Stelle noch empfehlen würde. Ich würde jetzt, wenn ich mal so weit bin und habe diese Lösungsmenge aufgeschrieben, dann würde ich immer hergehen und würde das Ganze nochmal ausprobieren. Also eine Probe durchführen. Probe bedeutet in dem Fall immer nochmal mit der Lösung, die ich jetzt erhalten habe, immer in meine Originalgleichungen. Denn da oben, da habt ihr noch nichts kaputt gemacht. Da ist noch nichts verändert worden und eventuell falsch umgeformt, sondern immer in die Originalgleichungen die Werte nochmal einsetzen und überprüfen, ob da das Richtige rauskommen kann. So, das heißt, wir setzen zur Probe das Ganze ein in die Gleichung 1 mit 1 Drittel ist gleich 4 mal minus 1, 2 Drittel plus 7, überprüfen das Ganze kurz und stellen auf der rechten Seite fest, ja, da kommt auch ein Drittel raus, also haben wir hier schon mal die wahre Aussage. So, und für den zweiten Fall, für die zweite Gleichung, machen wir genau das Gleiche. Wir setzen wieder ein y mit einem Drittel und dann minus 2 mal minus 1 Drittel. 2 Drittel minus 3, wenn man das ausrechnet, kommt auch 1 Drittel ist gleich 1 Drittel raus, also eine wahre Aussage. So, und jetzt habe ich beide Aussagen hier als wahre Aussagen vorliegen und ich weiß, meine Lösungsmenge erfüllt mit x und y jeweils eingesetzt hier beide Gleichungen und ich habe meine Lösungsmenge gefunden. So, soweit dieses Video. Die anderen beiden Einsetzungen und Additionsverfahren, wie gesagt, jeweils in anderen kleinen Erklärvideos.